Seit Jahrhunderten treibt die Wissenschaft die Mikroskopie voran, um sichtbar zu machen, was dem menschlichen Auge sonst verborgen ist. Mittels der Kryoelektronenmikroskopie ist es nun möglich, Zellmoleküle quasi in flagranti, mitten in der Bewegung zu erforschen und zu verstehen. Auch in 3D. Diese Methode wird auch an der ETH in Zürich rege benutzt. Für Assistenzprofessor Martin Pielhofer kommt die heutige Auszeichnung daher nicht überraschend. Unser Feld hat fast sehnsüchtig darauf gewartet, dass diese Nobelpreise vergeben wurden, weil eben in den letzten Jahren wirklich eine Revolution stattgefunden hat, dahingehend, dass wir eben in der Lage sind, nun die Bausteine der Zelle wirklich auflösen zu können in solch einem Detail, dass wir eben die chemischen Prozesse, die zugrunde liegen, verstehen zu können. Das Spezielle an der Kryoelektronenmikroskopie ist, dass etwa die Zellmoleküle vor dem Mikroskopieren eingefroren werden, ohne zerstört oder verändert zu werden, und die Prozesse dank neuartiger Bildbearbeitung sichtbar werden. Interessant ist dies auch für die Entwicklung von Medikamenten. Die Methode ist jetzt so weit, dass wir sozusagen routinemäßig Strukturen hochauflösend bestimmen können von Makromolekülen, zum Beispiel wenn sie interagieren mit Antibiotika oder mit Medikamenten. Wer die Zellmoleküle und ihr Verhalten versteht, kann also noch wirkungsvollere Medikamente herstellen.